Ja, guten Morgen. Hab hier einen geilen Platz gefunden. Am Rande von einem kleinen Park hier. Ringsherum Häuser. Die meisten unbewohnt. Und nach vorne geht es zu der ehemaligen Stadtbefestigung. Blöder Mist übrigens. Mir ist heute während der Fahrt, ich hatte das Laptop angelassen, weil ich das Video frisch fertig hatte und der dann noch mal eine Stunde oder anderthalb Stunden braucht, das zu berechnen und umzuschreiben, dass ich das hochladen kann. Und da hatte ich den während der Fahrt angelassen. Natürlich auch aufgeklappt, weil sonst fährt er ja runter. Blöde Sache war, in der Kurve rutschte mir das Laptop runter. Ich habe es eigentlich meist zusammengeklappt hier liegen. Und da ist nie runtergerutscht. Aber ich fuhr heute wahrscheinlich etwas schneller um die Kurve. Und da krachte das runter mit aufgeklapptem Monitor. Und deswegen habe ich jetzt hier diesen Streifen. Geht nie. Ist kaputt. Optisch der Einbau von einem neuen Monitor lohnt, ich selber krieg es nie hin, ich müsste es wegschaffen. Weil diese päpstlichen Arbeiten, da kriege ich nicht mehr hin. Vor 10, 20 Jahren hätte ich das noch gemacht, aber heute nicht mehr. Die standen gestern auch schon alle da hier. Und dann gibt's Frühstück. Ja, und dann muss ich heute mal gucken, ob ich irgendwo einen Monitor oder Fernseher herkriege, den ich an meinen Laptop schließen kann. Weiß nicht, ob sich das noch lohnt. Das Ding ist 3 Jahre alt. Reparieren wird sich da nicht mehr lohnen. Selber kriege ich den Monitor nicht mehr gewechselt, weil ich dann mit den dünnen Kabeln und Gemache doch ein bisschen Probleme habe. Das sehe ich nicht mehr so scharf, das bibselische Zeug. Und da werde ich den wohl nur noch dann mit dem anderen, mit dem zweiten Monitor betreiben. Ich habe gestern versucht, eBay Kleinanzeigen oder irgend sowas zu finden und Zugriff zu bekommen hier. Aber bei eBay sucht er dann automatisch. Ach, ich könnte vielleicht ein neues eBay-Konto mit einer neuen E-Mail-Adresse. Das wäre vielleicht noch eine Variante, ein neues eBay-Konto einzurichten. Ähnlich mit Adresse in Danzig. Und dann halt hier Umkreissuche machen. Aber das ist zu umständlich. Ich habe dann versucht, andere Kleinanzeigen, Seiten oder sowas zu finden. Aber wenn du nie Polnisch sprichst, ist das ziemlich schwierig, da zu suchen und zu rummodeln. Gerade jetzt beim Internet surfen, wenn du irgendwas suchst, das machte sich äußerst blöd, weil jedes Mal musste ich das Fenster anders verschieben, damit ich die Stellen am Bildschirm lesen kann, wo steht, ich muss mich da anmelden oder was auch immer. Das war eine weitere Hinderung an dem Finden einer passenden Kleinanzeigenseite. Da hier zwischen dem Park und dem alten Gebäude hier,
Abrichhaus, Leuchtblech, was auch immer. Da hinten parke ich. Genau hinter dem weichen Transporter. Wo auch innen drinnen wohnt, scheint. Da kam gestern Abend irgendwann an. Aus wie in Leipzig. Leipzig ist ja auch eine Haufenstadt. Jedenfalls, da habe ich erst rumgesucht. eBay wollte, dachte, hier hast du einen kleinen Fernseher oder Monitor über eBay. Irgendwas Billiges, was keiner mehr braucht. Was du hier im Auto, was auch nicht so schlimm ist, wenn es kaputt geht. Und war aber nichts zu machen. Also, eBay klappte nie. Ich hab den jedenfalls jetzt nicht so richtig, natürlich nur mit einem halben Monitor, wo ich dann noch das Bild hin und her schieben muss, um alles zu lesen. Habe ich jedenfalls nie hingekriegt, dass der mir in Polen sucht, sondern auch wenn ich über die Umkreissuche ging, suchte der mir oder bot der mir natürlich nur deutsche Städte an. Dann habe ich versucht mit eBay.pl für Pol, also ebay.pl, aber das klappte genauso wenig, weil der dachte dann auch noch, weil ich bin ja mit meiner deutschen Anmeldung da rein, der denkt natürlich, ich will in Deutschland suchen und bot mir auch wieder die deutschen Städte an. Ich war auf Polnisch dann diesmal, aber war wohl nichts. Jedenfalls nachdem
eBay Kleinanzeigen war genau dasselbe. Dann habe ich noch eine polnische An- und Verkaufsseite gefunden. Aber das klappte auch nicht richtig. Und dann hätte ich mich dort noch komplett anmelden müssen. Das wollte ich nicht unbedingt. Und da habe ich dann geguckt. Ich hatte eigentlich schon lange so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, mir ein etwas größeres Bild hier ins Auto zu machen, wenn ich mich abends hinsehe und mir mal irgendeinen Film angucke. Da ich das nie auf dem Laptop-Monitor angucke, sondern auf dem größeren Monitor. Ja, und da hat es mich, wenn das beißt. Jedenfalls, da hat es mich dann gerafft und ich bin heute im Mediamarkt vorbeigefahren. Und der war eigentlich nie allzu teuer. Und da habe ich auch gleich YouTube und den ganzen Mist drauf. Da brauche ich dann bloß mehr Internet im Auto. Oder ich nehme dann mit hoch ins Bad und ich habe ja im Bad noch so einen uralt Fernseher, den ich mit so Online-Stick internetfähig gemacht habe. Aber da habe ich hier mit dem Ding halt was Ganzes. Ja, da habe ich jetzt erstmal zu basteln, den zusammenzubauen und aufzustellen und einzurichten. Und jetzt hole ich erstmal die Bilder aus der Kamera in den Rechner. Und während das läuft, gibt es Armbrot. Achso, und meine Dashcam muss ich auch noch reinholen. So, das war's für heute. So. Ey, wenn das nicht ist. Ha, geil. Jetzt kann ich auch hier Videos bearbeiten. Ich sehe was dabei. Geil, ey. Wenn das nicht ist, jetzt kann ich Videos bearbeiten und sehe was dabei. Richtig schön großes Bild. Das hat mich auch immer gestört, ja. Aber ist eben scheiße hier. Aber wenn ich jetzt den Fernseher im Auto habe, geht das.